Hallo zu einem neuen Video. Heute kommen wir zum letzten Video unseres Themengebiets, nämlich die Quadratwurzelfunktion und die Wurzelgleichung. Was ist überhaupt eine Quadratwurzelfunktion oder eine Wurzelfunktion? Eine Wurzelfunktion hat die Gleichung y ist gleich Wurzel aus x und der Graph ist eine halbliegende Parabel. Dazu haben wir uns in der Schule ja schon unterhalten. Man kann ja die Umkehrrelation zu einer Parabel machen. Das wäre dann das hier Ganze. Das ist aber dann eine Relation, weil es eben zwei y-Werte zu jedem x-Wert gibt. Deswegen ist es eben diese orange Parabel y ist gleich Wurzel x eben nur eine halbliegende Parabel. Und wir wollen uns jetzt kurz damit beschäftigen, wie man die Wertemenge und die Definitionsmenge dieser Wurzelfunktion bestimmt. Also ein Beispiel, Wurzelfunktion y ist gleich Wurzel aus x. Die Definitionsmenge ist ja alles, was ich für x einsetzen darf. Da die Wurzel ja nicht negativ werden darf, darf ich für x eben alles, was größer 0 ist, einsetzen. Die Wertemenge ist ja dann alles, was ich für y herausbekomme. Hier kann ich ja nichts Kleineres wie 0 herausbekommen, weil sieht man auch hier im Graphen sehr schön. Die Wertemenge ist also y mit der Eigenschaft y ist größer gleich 0. Sehen wir uns ein zweites Beispiel an, nämlich das blaue y ist gleich minus die Wurzel aus x. Der einzige Unterschied, dass eben der Graph jetzt nicht nach oben geht, sondern eben nach unten geht, während vor der Wurzel ein Minus steht, geht der eben nach unten. Die Definitionsmenge bleibt natürlich gleich, hier kann ich alles größer gleich 0 einsetzen. Nur wenn ich hier vorne eben ein Minus habe vor der Wurzel, ändert sich die Wertemenge. Jetzt ist eben die Wertemenge nicht mehr alles, was größer als 0 ist, sondern eben alles, was kleiner als 0 ist. Noch ein Beispiel, nämlich y ist gleich Wurzel x minus 2. Geht genauso, Definitionsmenge wieder alles größer als 0 und die Wertemenge, na hier setze ich 0 ein, dann ist das Kleinste, was ich hier herausbringen kann, eben minus 2 und die Wertemenge ist größer gleich minus 2. Hier noch ein anderes Beispiel, diese rosane, die muss ja hier wieder größer gleich 0 sein, also kann ich für x 2 einsetzen, die Definitionsmenge x ist größer gleich 2 und die Wertemenge, hier bekomme ich wieder größer gleich 0 heraus. Und unser letztes Beispiel, hier wieder nach unten geöffnet, für die Definitionsmenge ist also x größer als minus 1, wenn, dann bekomme ich hier 0 heraus und dann ist der größte Wert eben die 4. Also habe ich die Definitionsmenge x ist größer gleich minus 1 und die Wertemenge ist kleiner gleich 4, wie man hier am roten Graphen sehr schön erkennen kann. Hier ist jetzt immer größer gleich, es kann aber durchaus sein, dass hier auch einmal kleiner gleich steht. Man muss eben einfach aufpassen, wann ist die Wurzel größer als 0. Dann habe ich im Prinzip schon die Definitionsmenge. So kommen wir zu Wurzelgleichungen, wie man die löst. Zuerst muss man natürlich bei einer Wurzelgleichung auch immer die Definitionsmenge bestimmen. Ich habe jetzt folgende Wurzelgleichung, Wurzel aus x plus 5 minus x plus 1 ist gleich 0. Hier die Definitionsmenge bestimmen, die Wurzel darf nicht kleiner als 0 werden, also ist die Definitionsmenge größer gleich minus 5. So, dann gibt es immer das gleiche Vorgehen bei der, nämlich man bringt zuerst den Wurzelterm auf eine Seite. Dann habe ich Wurzel aus x plus 5 ist gleich x minus 1. Die Wurzel will ich ja wegbekommen, weil wie soll ich sonst die Gleichung lösen? Ich muss also, damit ich die Wurzel wegbekomme, die ganze Gleichung quadrieren. Dann kommt folgendes raus, x plus 5 ist gleich Wurzel aus x minus 1 zum Quadrat. Hier aufpassen, häufiger Fehler, ich muss den ganzen Term links quadrieren, aber auch den ganzen Term rechts quadrieren. Und wenn ich diesen ganzen Term quadriere, muss ich eine Klammer rundherum machen und alles quadrieren. Nicht x Quadrat minus 1 Quadrat. Außerdem muss man noch sagen, das Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung.
Wir kennen ja Äquivalenzumformungen seit der 6. Klasse und eine Äquivalenzumformung ist ja so definiert, dass sich die Lösungsmenge dadurch nicht ändert. Also es kommen keine Lösungen dazu und keine Lösungen weg. Das ist jetzt beim Quadrieren nicht der Fall. Es ist nämlich keine Äquivalenzumformung und was das für Konsequenzen hat, da kommen wir noch am Schluss drauf. So, jetzt lösen wir das jetzt auf. Also haben wir x plus 5 und hier die binomische Formel x² minus 2x plus 1. Jetzt habe ich wieder meine Gleichung mit x² und x und hier kann ich wieder meine Lösungsmenge bestimmen, nämlich nach 0 auflösen, dann ist 0x² minus 3x minus 4 und die Diskriminante bestimmen, die ist 25, in meine Lösungsformel einsetzen und dann bekomme ich für x1 4 heraus und für x2 minus 1. Und jetzt könnte man denken, man kann jetzt die Lösungsmenge schon angeben, kann man aber in dem Fall noch nicht, sondern man muss erst die Probe machen. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, es ist keine Äquivalenzumformung. Es können also möglicherweise Lösungen dazugekommen sein, die nicht stimmen. Deswegen machen wir immer die Probe. Wir setzen erst einmal 4 hier ein und schauen, ob das überhaupt stimmt. 4 plus 5 ist 9, die Wurzel daraus ist 3, minus 4 ist minus 1, plus 1 ist 0. Also diese Lösung würde stimmen. Schauen wir uns die zweite Lösung an. Hier haben wir minus 1 plus 5 ist 4, die Wurzel daraus ist 2, plus 1 ist 3, plus 1 ist 4. Das stimmt gar nicht. Diese Gleichung ist nicht richtig, das heißt, die Lösung minus 1 ist auch falsch. Ich kann also nur eine Lösung angeben, nämlich die Lösungsmenge ist gleich 4. Also hier nochmal aufpassen, es ist keine Äquivalenzumformung und deswegen muss man die Probe machen. So, das war's auch schon zu diesem Video. Bitte löst die Aufgaben am Arbeitsblatt und bis zum nächsten Mal. Servus!